Hallo, mein lieber Zwilling, und herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat September. Ich mache diesen Monat, habe ich noch nie gemacht, glaube ich, eine Neunerlegung. Ich habe nicht super viel Zeit. Ich möchte aber auch nicht nur drei Karten für euch ziehen. Da erfahre ich einfach viel mehr. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Alle, die mich anschauen, weil sie mich mögen und kennen, ihr Lieben. Wir haben eine Wohnung zugesagt bekommen. Ich und meine Tochter. Und wir sind jetzt dreimal umgezogen. Ihr wisst es, die mich kennen. Wir ziehen nochmal um. Ach, aber wir haben jetzt eine Wohnung. Nach sowas habe ich ja 1,5 Jahre gesucht, in der wir die nächsten Jahre leben können. Solange wir wollen eigentlich. Und die ist ordentlich. Und da, ja, wir haben ja einfach eine Nachbarin, die uns das Leben zur Hölle macht. Sagen wir es mal so. Wir können nicht mal mehr hier schlafen. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend für die Kleine. Wir müssen tatsächlich mit Klappbett bei meiner Mama schlafen. Das ist super, super schlecht und traurig eigentlich. Aber diese Zeit ist bald vorbei. Ich freue mich trotzdem auch immer, wenn ich euch die Legung machen kann. So wie heute, sowas baut mich auf, sowas macht mir Spaß, sowas tut mir gut. Und ich wünsche mir ja schon so lange, so, so lange, endlich mal ein cooles Format zu machen, eine bessere Kamera vielleicht zu kaufen. Aber das Ganze läuft jetzt dann nächstes Jahr, schätze ich mal, an. Ihr könnt euch da freuen. Auf jeden Fall seht ihr jeden Monat was von mir. Und wenn ihr möchtet, ich biete immer noch diese persönlichen Legungen an. Ich werde jetzt dann, wenn der ganze Umzugstrubel sich gelegt hat, auf jeden Fall ein Kleingewerbe anmelden und dann können auch endlich Freunde oder in Anführungszeichen Kunden aus der Nähe dann zu mir nach Hause kommen und ich kann dann Privatlegungen anbieten, aber persönlich, da freue ich mich drauf. Ich möchte ein Kartendeck entwerfen, das sowohl ich dann benutze für euch, weil das halt einfach mein eigenes ist mit meiner eigenen Energie. Ich werde das aber auch zum Verkauf dann stellen, also jeder, der da Lust drauf hat. USW, USW, 1000 Pläne wie immer und ich freue mich einfach, dass ihr jetzt da seid, ja? Liebe Zwillinge, lieber Zwilling, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein weiblicher Zwilling bist und wenn du es nicht bist, dreh dir einfach die Geschlechterrollen um. Genau, ich rede nämlich dann vom Herzensmann. Okay, gehen wir mal rein. Wir gehen mal rein in den September. Liebes Universum, gib mir bitte Einblick. Ich gucke jetzt nicht nur in die Liebe, dass ihr das wisst. Ich schaue diesen Monat, was rauskommt. Ja, wenn es um die Liebe geht, sehe ich das eh. Oh, schön, wunderschön. Hier springt die Sonne raus. Das ist einfach die... Ah, das ist einfach die schönste Karte. Okay. Liebe Zwillinge, um was geht's hier im September? Was darf ich euch hier sagen? Was hilft euch vielleicht, dass ihr es durch diese Legung erfahrt? Ein bisschen angespannt fühle ich mich bei euch. Ein bisschen, weiß ich nicht, meine Schulter merke ich, drückt irgendwie. Kann ich nicht erklären. Was will denn hier so viel raus? Mag ich ja gar nicht, es nervt immer. Die Karten, die sind uralt. Das sind meine Anfangs-Lern-Übungskarten, aber irgendwie mögen die alle immer so gerne. Ich weiß nicht, ich habe die heute rausgekramt. Sind schon super aufgequollen und dick. So. Herz. Schön. Herz. Liebe. Liebe beim Abheben. Schauen wir mal, was die Hauptenergie ist. Aber Liebe schon mal beim Abheben. Das ist nochmal so eine Energie, die mit reinschwingt bei den Neunerlegungen. Immer wenn ich abhebe, habe ich gemerkt. Heißt, Liebe spricht auch bei mir immer für Fülle, für, naja, eigentlich ein gutes Gefühl. Hier nochmal für eure Neunerlegung. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe ist die ganz große Schwingung auf der Welt. Okay. Hauptenergie. Hauptenergie, Vögel. Also eigentlich die Eulen, sprich die Eulen. Als Hauptthema für den September. Wir schauen uns gleich das Umliegende an, aber ich glaube, so etwas wie, möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen, will keiner wissen, ist das, wie mein letztes 1,5 Jahre waren, ja. Ist aber tatsächlich auch immer so ein bisschen was von Unruhe.
Die Eulen sprechen auch für frisch verliebt sein, ja, aber das möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil ich fühle das hier nicht. Ich fühle gerade eine Unruhe, die euch nervt. Das ist das Einzige, was ich hier gerade fühle. Ja, wir machen jetzt mal. Wir machen mal die Karten auf. Zwillinge. Ich weiß nicht, wartet mal. Wartet mal. Aha. Also, muss ich jetzt erstmal kurz schauen, ja? Was hier so. Okay, liebe Zwillinge, also ich habe hier ein eindeutiges Gefühl zu den Karten. Und es ist klar, dass nicht jeder Zwilling mit dieser Legung in Resonanz gehen kann, denke ich immer. Aber in den Kommentaren werde ich dann immer vom Gegenteil überzeugt. Manche wissen das nicht, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Wenn du das nicht fühlst, was ich hier sage, und das für dich gar keinen Sinn ergibt, ja, dann ist die Legung nicht für dich gemacht. Diese Legung ist für jemanden gemacht. Ist für jemanden gemacht, der einen Herzensmann hat, natürlich. Wenn du jetzt ein Mann bist, bitte drehst du um, dann hast du eine Herzensfrau. Die Vergangenheit ist. Verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, weil es macht keinen Sinn, wenn es dein Herzensmann ist, mit dem du in der Beziehung bist. Okay, diese Legung ist für einen Zwilling gemacht, der neben seiner Beziehung oder so. Also es kann nur für einen Zwilling gemacht sein, der eine Beziehung führt, das Herz aber bei einem anderen Mann hängt, ja? Weil, wenn du eine Beziehung führen würdest, in der du das hast, was wir hier haben, ja, die Lilien und den Mond, dann würde diese Beziehung nicht das machen in der Zukunft. Ja, ich möchte jetzt nicht so viel verraten auf einmal, deswegen wir machen eins nach dem anderen. Was schon da ist, was du mitbringst, sagt so die Neunerlegung. Ja, das ist diese Karte hier. Und du bringst mit den Herren, die Verbindung zu diesen Menschen, die Liebe zu diesen Menschen, ja. Das ist dein Herzensmann, das ist aber nicht der Mann, du hast, also die Legung für dich eben jetzt, wie gesagt, alle, die nicht zwei Menschen gleichzeitig gerade haben, für die ist die Legung schon mal nicht gemacht. Dann könnt ihr jetzt wirklich abschalten, tut mir leid, aber für euch ist die Legung nicht gemacht. Ihr könnt eine private Legung von mir haben, schreibt mich an. Bei jedem speziell sieht es ja wieder anders aus, aber bitte nur dranbleiben und anschauen, wenn ihr in einer Beziehung seid, aber gleichzeitig noch woanders euer Herz hängt, ja, und nicht mehr in eurer Beziehung, nicht mehr mit dem Partner in eurer Beziehung. So. Jetzt geht es weiter. Wenn ihr aber trotzdem wissen wollt, wie die Beziehung weitergeht, das erfahre ich hier. Oh, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, was ich manchmal rede. Weil ich sehe alles auf einmal, ich weiß alles auf einmal. Das Schwere an Legungen ist einfach nur euch das nach und Schritt für Schritt, was ich jetzt alles schon weiß, zu erklären. Ja? Also ihr bringt mit diese Liebe zu diesen Menschen, ja, im September. Die ist da, die kommt aus der Vergangenheit. Diesen Menschen gibt es nicht erst im September, diesen Menschen gibt es schon. Für diesen Menschen habt ihr tiefe Gefühle, mit diesen Menschen habt ihr Treffen, Dates oder Kontakt bei Nacht. Dafür spricht der Mond. Ihr habt aber auch gleichzeitig eine Angst, die mit diesen Menschen verbunden ist. Klar, wenn es eine Affäre ist, was ich jetzt die ganze Zeit nicht ausgesprochen habe, es ist eine Affäre. Ihr liebt eure Affäre. Natürlich macht euch das Angst, weil ihr ja gleichzeitig noch hier irgendwie eine Beziehung habt. Oh, wie soll ich das erklären?
Ihr verliert dadurch aber auch körperliche Energie, ja. Das ist nämlich hier die Karte, auf die man in der Neunerlegung achten muss, wo man vielleicht zu wenig Beachtung drauf gibt. Ihr gebt zu wenig Beachtung auf eure eigentlichen Gefühle. Ja, ihr vernachlässigt irgendwie eure Gefühle oder ihr passt nicht genug auf, wie viel Reserven euch das eigentlich kostet zu eurem zusätzlichen Leben, dass ihr es hier in eine Affäre steckt. Wandelt doch die Affäre zur neuen Partnerschaft um. Also ihr verliert hier viel an eurer eigenen Kraft. So, das klärt sich jetzt schon für mich, warum ihr hier in einer dauerhaft aufgeregten Gefühlslage seid, warum das dauerhaft. Gott sei Dank sind es nicht die Mäuse, weil die Mäuse sind wirklich so, wie ich mich jetzt gefühlt habe, die letzten 2 Monate, dieses, man ruft die beste Freundin an oder die Mama und sagt, du, ich kann nicht mehr und man kann wirklich nicht mehr. Man sitzt heulend da, das hatte ich, man sitzt heulend da und sagt, ich habe keine Kraft mehr, das habt ihr nicht. Es geht von euren Energiereserven, aber ihr seid dauernd, ihr kommt nicht zur Ruhe. Es ist noch nicht so schlimm, dass wir die Mäuse hier liegen haben, aber ihr kommt wirklich auch nicht zur Ruhe. Und das macht alles Sinn. Warum ihr nicht zur Ruhe kommt, weil ihr hier zweigleisig fahrt. Ihr lebt zwei Leben, ja? Ihr lebt zwei Leben und ihr lebt eines mit Gefühl und eines aus Schein. Und das ist natürlich anstrengend und da ist man natürlich immer so in einer gewissen Habachtungssituation auch. So, die Linien hier oben, also das ist alles so ein bisschen die Vergangenheitslinie. Das heißt, das bringt ihr eh schon mit rein in den September und das ist eure Affäre. Gedanken, Gefühle, ihr bringt diese Anziehung zu diesem Menschen einfach, der verbunden ist mit Gefühlen, mit Angst, mit Anziehung. Gleichzeitig denkt ihr natürlich auch hier an eure derzeitige Beziehung, weil das ist auch so eine Familienkarte. Oder es geht darum, dass ihr dieses Familienthema vergrößern wollen würdet, ja? Okay, was haben wir denn in der Gegenwart? In der Gegenwart haben wir die Nachricht von einem Ende. So. Ihr habt hier gewisse Erwartungen an euch selbst. Ihr habt die Erwartung von euch selbst. Schade eigentlich, schade. Ich weiß nicht wieso, aber ihr habt die Erwartung an euch selbst, das Ganze endlich zu beenden und das auch in schriftlicher, also wir haben hier den Brief, der ist ein bisschen altmodisch, ja, in per WhatsApp, per E-Mail, per, ich sehe hier nicht per persönlichem Gespräch, sondern ihr wollt immer so ein bisschen. Ihr wollt es beenden. Ich sehe hier im September, ihr wollt das beenden. Ihr wollt das am liebsten schwarz auf weiß eurer Affäre sagen, hey, nee, es ist jetzt beendet. Mir ist es vielleicht zu viel, mir ist es zu anstrengend. Ich habe die Gefühle wirklich für dich, aber mir ist es zu anstrengend. Ich packe das nicht mehr. Oder ich möchte wieder meine Beziehung vertiefen oder sowas. Aber ich sehe hier in der Beziehung, auch im Gefühl kommt mir hier gar nicht rüber, dass es das wert wäre. Ich habe eher das Gefühl, ihr solltet das hier ausprobieren, diese Affäre vertiefen. Ihr wollt das Ganze aber beenden. Oder ich muss es dazu sagen, es ist so ein kleiner Prozentsatz, es wird euch beendet von eurem Herzensmenschen. Glaube ich aber nicht, weil hier am Ende in eure Kraft kommt, in eure Stärke. Deswegen. Ich glaube, ihr wollt euch jetzt erstmal klären, ja? Es war schön und gut, alles hat seine Zeit, alles hat auch irgendwann ausgedient und euch ging es vielleicht, warum hat man eine Affäre? Es geht auch immer darum, dass einem was fehlt, ja? In einer Beziehung fehlt einem was. Und diese Affäre kann Dinge, wieso ihr eine Affäre anfangt, eh nicht reparieren. Das heißt, ihr begreift jetzt vielleicht im September, okay, es ist jetzt an der Zeit der Affäre erstmal Tschüss zu sagen, wenn die mich wirklich liebt oder wir das vertiefen wollen, dann darf ich aber vorher erstmal alle meine anderen Baustellen zu Ende bauen oder reparieren oder fertigstellen, weil ihr seid nicht fertig. Also, das sagen jetzt alles nicht die Karten, sondern ich kriege ja immer ganz viele so Gefühle durch die Karten rein, ja. Ihr habt ganz viele Baustellen und bekommt die nicht zu Ende. Ihr wollt euch klären. Ihr wollt euch jetzt klären. Und für diese Klärung gehört auch erstmal ein Ende dieser Affäre rein. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon so. Ich verstehe das Gefühl. Und dann könnt ihr ruhig sein und erstmal den Rest klären und die Baustelle klären und da was klären. Weil
Es ist nicht so, dass euch dieser Mensch das nicht wert ist. Vielleicht haben wir hier auch so Crosswatcher, die dann reinschauen und sich denken, boah, ich bin der also gar nichts wert, da habe ich auch gar keinen Bock auf die zu warten. Nee, so ist es nicht. Dieser Person seid ihr vielleicht viel wert, aber die Person weiß auch, dass diese Affäre aus einem Mangel entstanden ist, aus einem Mangel, den man eigentlich kommunizieren kann, aus einem Ende, das in der Beziehung nicht gezogen wurde. Deswegen wird jetzt bei euch erstmal ein Ende gezogen, so die Crosswatcher jetzt hier. Deswegen wirst du erstmal abgekattet, weil dieser Mensch muss sich sortieren. So, und jetzt schauen wir mal so in die Zukunftsreihe. Also ich habe hier das Ende. Ich habe in naher Zukunft das Ende. Auch hier mit dem Kreuz, das ist schicksalshaft. Das müsst ihr machen. Das ist sowas, wenn ihr es nicht macht, dann liegen die Karten wahrscheinlich nächsten Monat wieder ähnlich. Das wäre jetzt so ein Sprung, dass ihr wieder ein neues Kapitel in eurem Leben angehen könnt, wenn ihr. Ja, ihr habt das Ganze bestimmt verstanden, wenn ihr mir jetzt zuschaut. Nur wenn ihr den Schritt euch schon traut. Das ist ja oft so, dass ihr mir zuschaut und euch denkt, hey, die Luna, die, ich verstehe alles, was sie sagt, aber ich komme noch nicht in die Umsetzung. Da muss nochmal ein krasser Streit passieren. Da muss nochmal ein schönes Gespräch sein. Da muss noch irgendwas passieren, dass ich endlich ins Tun komme, ja? Deswegen, manche kommen vielleicht im September schon ins Tun. Es kann auch sein, dass sie erst im Oktober langsam ins Tun kommt, aber es ist ja auch wichtig, in Gedanken die Dinge schon mal durchzudenken und euch schon mal da sicher zu werden. Und in Gedanken ist es so, dass ihr das versteht. Ihr versteht, dass es jetzt eine Aufgabe in eurem Leben ist, das erstmal zu lassen, erstmal zu beenden, erstmal in euch eine Sortierung reinzubringen, weil davor alles, was ihr dann macht, was ihr angeht, ohne das zu machen, scheitert eh, weil ihr müsst in euch aufräumen. Es ist einfach hier ein Aufräumen in euch selbst im September. So, dann haben wir nahe Zukunft eben, dass ihr versteht, warum dieses Ende sein muss, dass das wirklich für euer Leben etwas Gutes ist. Ja, und die Person hier drüben macht euch um die mal nicht so viel Gedanken. Wenn die euch mag, dann wartet die, geht da nicht in irgendein Mangeldenken. Dann war das die Person eh nicht wert, aber. Ja, die Endperson sollte mit euch auch keine Affäre führen, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, weil eine Person, die eine Affäre führt mit euch, oder ihr seid ja auch gerade noch eine Person, die eine Affäre führt, ihr solltet zu der Person werden, dass ihr sagt, ich habe mal eine Affäre gehabt, ja. Aber ich wäre ein Mensch, ich habe mich zu einem Menschen entwickelt, der nie wieder eine Affäre haben wird. Denn ich habe verstanden, eine Affäre kommt aus einem Mangel, aus einer Sehnsucht, aus Dingen, die ich noch nicht kommunizieren konnte, aus dem Problem, dass ich etwas nicht beenden konnte, mir etwas gut, etwas Neues suchen konnte. Nein, ich habe so ein Auffangbecken gebraucht von guten Gefühlen. Das ist nicht schlecht, ich verurteile das nicht. Aber in dem Zusammenhang, wenn man sich kennenlernt, dann ist das keine gute Basis. Ihr könnt eine Affäre gehabt haben, ihr solltet gesund werden und dann auch nur einen Partner an eurer Seite haben, der auch nicht euch in diesem Affärending kennengelernt hat. Also das sollte, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich höre jetzt auf zu reden. Manchmal rede ich auch zu viel. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und persönlich kann ich bei euch ja da reinschauen, wenn ihr das wollt. Ja, dann sehen wir das ja noch mal ein bisschen anders. Mit einer großen Legung kriege ich da voll viel Background-Wissen. Okay, der Ratschlag ist, euch erstmal zurückzuziehen, sich nicht zwischendrin wieder zu melden. Erstmal tatsächlich, der Turm ist eigentlich etwas Negatives, aber hier gar nicht. Ich fühle das überhaupt nicht negativ, sondern kommt erstmal zu euch selbst die nächste Zeit. Und das Schöne ist, was ich euch mitgeben kann, eure Legung hat auch was ganz Schönes, das klappt. Also das klappt, wenn ihr diesen Sprung schafft, dann klappt es. Und was ist euer Ergebnis? Es kommt erst ein bisschen später dazu, das heißt vielleicht erst einen Monat später oder 2, 3 Wochen später, das ist der Bär. Das heißt, ihr kommt durch diese ganze Selbsterkenntnis, durch das, dass ihr diesen Weg geht, dass ihr es durchfühlt, dass ihr es versteht, wie auch immer, durch diese Umsetzung, kommt ihr wieder in eure. Ja, in die Selbstliebe, in die Selbstliebe sehe ich hier noch nicht, aber ich sehe die Selbststärke wieder. Und wenn man selbst in der Stärke ist, dann, mir geht es ja auch gerade schlecht. Ja, meine ganzen Situationen sind schlecht. Aber ich bin, da gibt es die Menschen, denen geht es so schlecht, die suchen sich dann erst recht 2, 3, 4 Partner, die denen aber wenigstens diese Glücksgefühle geben können. Ja. Okay, ich muss zugeben, für euch Legungen machen macht mich auch super happy. Aber ich suche mir keine Menschen im Außen, die sie diesen Mangel ausgleichen. Ich schlafe trotzdem alleine ein. Also klar, ich habe eine Tochter, aber ich schlafe trotzdem alleine. Ich suche mir jetzt nicht irgendwelche sexuellen Affären oder irgendwas um dieses Glücksgefühl, dass ich das besser durchhalten kann. Und ihr kommt hier auch eher in diese Stärke, dass
dass ihr nicht dann gleich, wenn es euch mal im Leben schlecht geht, nicht gleich einen anderen Menschen dazu braucht, dass der euch auffängt, sondern ihr seid dann auf einem Weg, ihr werdet es lernen die nächste Zeit, dass ihr irgendwie, wie soll ich das erklären, dass ihr wisst, was ihr tun müsst, wenn es euch schlecht geht und dass ihr euch so weit selbst helfen könnt, dass ihr nicht mehr abhängig von anderen werdet in mal schlechten Zeiten. Genau. Klar braucht man eine Freundin, Freund, das meine ich nicht. Aber dass man sich nicht eine Beziehung sucht, wenn es einem schlecht geht, weil sowas gibt es ja oft. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Okay. Lieber Zwilling, ganz interessante Legung, aber finde ich total gut, weil Zwillinge sind eigentlich so, also nicht eigentlich, ich will das nicht verallgemeinern, jeder Mensch ist anders, jeder hat auch ein ganz wichtig, das vergessen viele, jeder hat ein ganz einzelnes Geburtshoroskop. Und das sagt auch nochmal im Häusersystem, da ist nicht jeder Zwilling gleich, ja. Jeder hat woanders seine Stärken, seine Schwächen. Genau, damit befasse ich mich zurzeit sehr viel. Ja, das kann man nicht, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ihr Zwillinge seid eigentlich, nehmt ihr Ausweichsituationen und ich sehe, nein, das geht ihr jetzt an, das Thema. Das finde ich richtig gut. So, ich ziehe jetzt eine Mondkarte für euch. Ich bin ein riesen Mondfan, mich zieht es zurzeit, ja, weiß ich nicht, wieder gefühlt zum Mond. Ich verliere mal so ein bisschen meine Erdung zurzeit. Aber jetzt mal eine Mondkarte für meinen Zwilling. Was darf ich hier noch sagen? Krass. Okay, hatten wir die Legung davor schon. Die Mondkristalle. Euch würde im September vielleicht eine Mondkristallkette, ich weiß es nicht, gut tun, um Dinge zu fokussieren. Wenn ihr Tage habt, in denen ihr euch schlecht konzentrieren könnt, vielleicht manchmal hört man sich nicht mehr, in denen man sich schlecht konzentrieren kann, nicht kannt, zur guten Fokussierung dient der Stein euch und hilft euch. Ach, ich lese jetzt einfach mal da unten kurz vor. Lass all deine Aufmerksamkeit auf einen Punkt fließen und du wirst zu einem Magier, der seine Schöpfer alchemistisch verwandelt und harmonisiert. Was habe ich im Buch vorher noch nachgelesen? Zum Fokussieren gut und muss ich jetzt doch noch mal reinschauen. Seite 35, tut mir jetzt leid, was war das noch? Also Zahl 35. Könnte dir Glück bringen, wenn du es irgendwo siehst, irgendwo spazieren gehst, du denkst, hey, welche Straße soll ich lang? Und du bist bei Haus Nummer 35, dann geh doch da lang. Ist auf der Karte drauf. Oh. Wertvolle Helfer im Umgang mit der Innen- und mit der Außenwelt. Dich zu fokussieren, deine Aufmerksamkeit zu bündeln, ja, dass das nicht alles rechts, links, überall hingeht. Deswegen vielleicht auch auf den Stein fokussieren, wenn du den in deiner Hand fühlst, so wie auf dem Bild. Ich zeige euch das mal. Ah ja, genau, die Manifestation zu verstärken war das noch. Also, wenn du schon meine ganze Legung verstanden hast, dann manifestier doch schon mal dich in der Zukunft. Und da kann dir der Stein anscheinend auch ja, eine positive Hilfe sein. Okay, lieber Zwilling, ich wünsche dir einen ganz schönen Monat. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Monat wieder sehen, wenn du bei mir wieder einschaltest. Wenn ich hoffe natürlich immer, dass es dir was bringt und mach's gut. Ciao.